Herzlich willkommen zur nächsten Folge des ESM Hot Seats zu den Fragen direkt nach der Prüfung. Wie gesagt, wir haben heute eine besondere Situation, weil wir eben drei Prüflinge hatten und jetzt sind alle fertig. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Studenten, Maximilian Beister. Zunächst einmal die Frage, wie lief denn die Prüfung so? Natürlich war ja erstmal eine gewisse Anspannung da. Man hat sich natürlich darauf vorbereitet, so gut es ging, aber man weiß ja dann nicht, was am Ende auf einen zukommt, so wirklich. Aber ich gehe trotzdem schon mit einem relativ guten Gefühl raus. Sehr gut zu hören. Du hast ja das Studium in Deutschland begonnen und bist dann währenddessen nach Australien gewechselt. Es waren ja viele neue Eindrücke, hast vorhin auch schon erzählt, zum Beispiel Skifahren, wusste ich jetzt auch nicht. Wie hat sich das denn mit dem Studium vereinbaren lassen? Hast du das einfach weitergemacht oder gab es da einen Bruch? Nee, das war kein Problem aufgrund dessen, dass die Vorlesungen ja auch aufgezeichnet und abgespeichert werden, konnte ich so den Zeitunterschied dann quasi gut überbrücken und mir die Lesungen dann immer im Nachhinein anschauen und mir es halt so einrichten, wie ich das dann mit dem Training her zeitlich vereinbaren kann oder konnte. Und von daher war das kein großes Problem für mich. Sehr gut. Du bist ja jetzt ab Mai wieder bei Mainz 05 erstmal. Hast du schon Pläne für die Zeit nach der aktiven Fußballkarriere, wo du vielleicht auch das Studium irgendwie mit einbringen könntest? Also da ich bin ja erst 26, von daher habe ich noch viel Zeit zum Spielen, aber ich habe mir einfach dann mit dem Studium eine Grundlage geschaffen, um später dann auch im Management oder auch im Fußball oder auch in einer ganz anderen Branche tätig zu sein. Von daher, was ich nach meiner Karriere mache, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, ein kleines Standbein habe ich mir dann hoffentlich schon aufgebaut. Hast du eben, wie gesagt, noch lange Zeit, aber auf jeden Fall viel Glück auf deinem weiteren Weg und man sieht sich bestimmt wieder.